Also, wir haben ja am Anfang den Teil At-Tuhur und Shatr al-Iman. Tuhur übrigens, das wird mit dem Dhamma ausgesprochen, Tuhur und nicht Tahur. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Tuhur und Tahur ist? Beide Wörter kommen vor. Wir sagen Ma und Tahur. Reines, reinigendes Wasser. Der Unterschied zwischen Tuhur ist die Handlung des sich Bereinigens. At-Tahur ist das, womit man sich bereinigt. Versteht ihr? Deswegen hier könnte man nicht lesen At-Tahuru Shatr al-Iman, sondern At-Tahur, die Handlung des Bereinigens, des Sichtbereinigens, ist die Hälfte des Iman. Was ist gemeint mit der Tuhur ist die Hälfte des Iman? Einige der Ahlul Ilm sagten, mit dem Iman hier ist das Gebet gemeint. Mit dem Iman ist das Gebet gemeint, weil Allah Ta'ala sagt im Kontext des Gebets, sagt er, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Und Allah Ta'ala würde euren Iman nicht schwinden lassen, daher schwinden lassen oder vergeuden, unbeachtet lassen. Mit dem Iman in diesem Vers ist das Gebet gemeint. Dieser Vers wird nämlich herabgesandt im Kontext der Veränderung der Qibla. Und was ist dann der Tahur oder Afwan, der Tuhur mit einem Dhamma? Was ist dann der Tuhur? Das Wudu. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu sagt, der Tuhur ist die Hälfte des Iman, das heißt, der Wudu ist die Hälfte des Iman. Das haben einige gesagt, manche haben gesagt, nein, hiermit ist nicht das Gebet gemeint, sondern mit dem At-Tuhur, At-Tuhur Nisful Iman oder Shatrul Iman. Sie sagten, der Iman besteht aus zwei Teilen: Tun und Lassen. Meshi? Der Iman besteht aus zwei Teilen: zu tun und zu lassen. Positiven Handlungen und Eigenschaften und negativen Handlungen, Eigenschaften und Aussagen. Der Tuhur bedeutet das Auslassen und Meiden der negativen Eigenschaften, negativen Aussagen und Handlungen. Und der Rest ist dann eben die Ausführung, die aktive Ausführung. Der Iman ist die aktive Ausführung dann von den positiven Charaktereigenschaften, Aussagen und Taten. Und das nennen sie At-Takhliyatu wa-Tahliya. At-Takhliya wa-Tahliya. Ablösung, der Auflösung und At-Tahliya bedeutet so viel wie auffüllen. Naja. Es gibt noch ein paar andere Aussagen, die habe ich aber nicht mehr in Erinnerung.